Ja, ich darf Sie auch ganz herzlich begrüßen und vorab um Entschuldigung bitten, wenn ich immer wieder durch Husten unterbrechen muss, erkältungsgeschuldet. Wir sind immer noch entsetzt über die Bombenanschläge in Istanbul und trauern mit den Angehörigen um die Opfer. Wir sind aber auch entsetzt und verärgert über die Brutalität, mit der das Erdogan-Regime jetzt gegen oppositionelle Politiker der HDP vorgeht. Offensichtlich nutzt die Erdogan-Regierung jede Gelegenheit, weiterhin die Opposition zu verfolgen. Wir kritisieren die Polizeirazzien, bei denen Büros verwüstet und mehr als 220 oppositionelle Politiker verhaftet wurden. Repressionen sind kein politisches Instrument in der Demokratie. Die türkische Gesellschaft wird unter der machtbesessenen Politik von Erdogan zutiefst gespalten. Der Weg Erdogans in ein autoritäres Regime führt zu einer gefährlichen Polarisierung und zum Verlust von Demokratie, Meinungsfreiheit und Menschenrechten. Wir schließen uns dem Aufruf unserer Schwesterpartei HDP an, die den blutigen Anschlag in Istanbul verurteilt und zugleich offizielle Vertreter der AKP-Regierung aufruft, ihre Sprache des Hasses und der Gewalt zu mäßigen. Natürlich, die EU-Außenminister müssen im Dialog mit der türkischen Regierung bleiben. Dialog heißt aber nicht, dass man inhumane Flüchtlingsdeals rechtfertigt und aufrechterhält. Und Dialog heißt auch nicht, dass man eine unklare Haltung hat zu Erdogan und seinen undemokratischen Machenschaften. Wir bleiben dabei, die Beitrittsverhandlungen mit der EU müssen gestoppt werden. Die Bundesregierung muss eine deutliche Ansage machen, dass die Verfolgung von Terrorismus nicht gleichzusetzen ist mit der Verfolgung der Opposition und dem Abbau von Demokratie und Menschenrechten, und wir haben kein Verständnis dafür, dass die Bundesregierung weiterhin Waffen in die Türkei liefert an ein Regime, das Krieg gegen die eigene Bevölkerung führt. Zweites Thema, Milliardenpakt von Staat und Stromkonzernen. Staat und Stromkonzerne wollen einen Milliardenpakt zur Entsorgung der atomaren Altlasten schließen. Selbstverständlich, wie soll es auch anders sein, zu Lasten der Steuerzahler und Steuerzahlerinnen. Die Konzerne hatten am Freitag angekündigt, mehrere Klagen fallen zu lassen. Einige bleiben jedoch aufrechterhalten. Damit reagierten sie auf ein vom Kabinett bereits beschlossenes Gesetzespaket zur Finanzierung des Atomausstiegs. Am Donnerstag, diese Woche, soll der Bundestag das Milliardenpaket verabschieden. Dieser Pakt ist im Übrigen ein wirklicher Skandal. Die Konzerne kaufen sich dank Bundesregierung mit rund 23,5 Milliarden Euro an einen staatlichen Fonds ein, der die Zwischen- und Endlagerung von Atommüll in den nächsten Jahren und Jahrzehnten managen soll. Von ihrer Verantwortung kaufen sie sich damit im Übrigen frei. Im Gegenzug geht das Haftungsrisiko an die Steuerzahler über. Wenn im Jahre 2022 das letzte Atomkraftwerk in Deutschland vom Netz geht, werden die Atomkonzerne laut Greenpeace rund 15.000 Tonnen hochradioaktiven Müll angehäuft haben. Hinzu kommen nach Prognosen des Bundesamtes für Strahlenschutz noch knapp das Zehnfache an schwach- und mittelradioaktiven Abfällen. 23,5 Milliarden Euro ist lächerlich, wenn man betrachtet, dass der Gesetzgeber fordert, die sichere Lagerung auf 1 Million Jahre zu garantieren. Das sind lächerliche 23.500 Euro pro Jahr. Das wird nicht mal die Personalkosten decken. Doch dank der Bundesregierung und der damals beteiligten Landesregierungen wird es für die Konzerne vermutlich noch billiger. Sie haben gegen den stümperhaften und rechtlich wackeligen Atomausstieg erfolgreich Schadensersatzklage geführt und ihnen steht laut Bundesverfassungsgericht eine angemessene Entschädigung zu.
da wird es einem schon etwas schal im Munde. Eine bittere Mischung aus der Gier der Konzerne sowie Schlamperei und Wirtschaftslobbyismus der CDU-geführten Bundesregierung lädt ein unkalkulierbares Risiko bei den Steuerzahlerinnen ab und entlässt die Konzerne aus der Verantwortung. Und wir haben mal recherchiert, Greenpeace sagt, dass die Atomkonzerne zwischenzeitlich 204 Milliarden Euro Subventionen angehäuft haben. Bis das letzte Atomkraftwerk vom Netz geht, werden es über 300 Milliarden sein. Atomkraft war schon immer für den Steuerzahler und für die Verbraucher und Verbraucherinnen eine sehr teure Angelegenheit. Dass man zugelassen hat, dass die Konzerne fette Gewinne gemacht haben über Jahrzehnte und sich jetzt billig freikaufen können, ist und bleibt ein Skandal. Wir haben mit Zustimmung zur Kenntnis genommen, dass die gemeinsame Konferenz Kirche und Entwicklung der evangelischen und katholischen Kirche heute ihren diesjährigen Rüstungsexportbericht vorgestellt hat. Und sie haben festgestellt, dass sich die Rüstungsexporte im letzten Jahr und im ersten Halbjahr 2016 annähernd verdoppelt haben. Besonders kritisieren die Kirchen den mit 59% anhaltend hohen Anteil von Lieferungen an Drittstaaten. Katar zum Beispiel war mit 1,66 Milliarden Euro 2015 Empfängerland Nummer 1. Jetzt müssen wir aber wissen, dass Katar als Kriegspartei im Jemen dafür mitverantwortlich ist, dass Tausende von Menschen mit diesen Waffen getötet werden. Die Linke unterstützt die Forderung der Kirchen, Waffenexporte künftig gesetzlich zu regeln. Die Linke fordert ein Verbot aller Rüstungsexporte. Insbesondere Kriegswaffen und Kleinwaffen dürfen nicht mehr exportiert werden. Und natürlich in Kriegsgebiete darf sofort gar nichts mehr exportiert werden. Angesichts der ganzen Debatte über Fluchtursachen ist es doch pervers, dass wir nach wie vor Milliarden von Rüstungsgütern in Kriegsgebiete oder in Spannungsgebiete liefern. Dazu passt im Übrigen, dass Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen mit der Forderung nach einer Erhöhung des Rüstungsetats in den Bundestagswahlkampf ziehen will. Ja, dann mal viel Spaß. Sie will das NATO-Ziel von 2% erreichen. Jetzt betragen die Rüstungsausgaben 1,2%. Ich glaube nicht, dass die Bevölkerung in Deutschland begeistert davon sein wird, dass weiterhin überall Lücken bestehen bei der sozialen Versorgung und bei der öffentlichen Daseinsvorsorge und gleichzeitig der Rüstungsetat um Milliarden und Abermilliarden erhöht werden soll. Und das noch angesichts der Tatsache, dass Deutschland seinen Verpflichtungen 0,7% des Bruttoinlandsproduktes für Entwicklungszusammenarbeit auszugeben, immer noch nicht nachkommt. Angesichts dieser Tatsache ist Aufrüstung die völlig falsche Botschaft. Die Union will offensichtlich aufrüsten und schlägt einen deutlichen Rechtskurs ein. Weltoffenheit, soziale Gerechtigkeit und Frieden sind mit Merkel offensichtlich nicht zu haben. 2017 wird es darum gehen, die Lüge von der Gerechtigkeit zu entlarven und den Menschen in Deutschland ihre Würde und ihre Teilhabe wiederzugeben. Sie zu ermutigen, gegen die wachsende soziale Ungleichheit aufzustehen und gemeinsam für Solidarität, starke Rechte, gute Löhne und einen Sozialstaat für alle zu kämpfen und nicht für Aufrüstung und Waffenexporte. Zum Unterhaltsvorschuss für Alleinerziehende. Wir unterstützen im Kern die Reform als mögliche Maßnahme zur Bekämpfung von Kinderarmut. Aber die Reform zum Unterhaltsvorschuss für Alleinerziehende schließt ausgerechnet diejenigen aus, die finanzielle Sicherheit am dringendsten benötigen, Kinder von Eltern, die langzeiterwerbslos sind, Hartz-IV-Bezieherinnen, alleinerziehende Elternteile, die nicht arbeiten können,
brauchen jedoch besonders dringend die Sicherheit, dass der Unterhalt für ihr Kind rechtzeitig auf dem Konto ist. Zwei Dinge braucht es deshalb jetzt. Erstens die Zusage von Bundesfamilienministerin Schwesig, dass die Gerechtigkeitslücke, die hier entsteht, geschlossen wird, indem sie nachbessert durch Freibeträge auf Kindergeld und Unterhaltsvorschuss für Hartz-IV-Beziehende, muss die Ungleichbehandlung von Alleinerziehenden beendet werden. Es kann doch nicht sein, dass gerade die Ärmsten in der Gesellschaft, nämlich die Kinder von Langzeiterwerbslosen, von diesem eigentlich fortschrittlichen Gesetz ausgeschlossen sind. Zweitens, der Streit zwischen Bund und Ländern über die Kosten für die Reform muss dringend beigelegt werden. Wer die Musik bestellt, der zahlt auch. Bundesfinanzminister Schäuble muss Verantwortung übernehmen. Die Kosten für die Reform des Bundesgesetzes muss selbstverständlich der Bund tragen. Letzter Punkt, wir haben am Wochenende einen bedeutenden Kongress in Berlin, nämlich den Parteitag der Europäischen Linken. Die Linke ist Mitglied dieser Europäischen Linkspartei. Wir haben in Europa die größte Krise der letzten Jahre, vielleicht sogar Jahrzehnte. Und wir haben auch die größte soziale Krise. Es braucht dringend eine handlungsfähige europäische Linke. Wir haben als neu zu wählenden Vorsitzenden für die europäischen Linken Gregor Gysi vorgeschlagen. Wir gehen davon aus, dass der Parteitag auch unserem Vorschlag erfolgen wird. Zumindest hat der Rat der Vorsitzenden der Linksparteien einmütig diesen Vorschlag unterstützt. Und wir würden uns natürlich sehr freuen, wenn wir einen außerordentlich erfolgreichen Kongress, Parteitag der Europäischen Linken haben, der dann mit der Wahl von Gregor Gysi als neuem europäischen Präsidenten der Europäischen Linken zu einem Höhepunkt geführt werden kann. So viel von Herrn Rixinger. Gibt es Fragen Ihrerseits? Bitte schön. Nein. Naja, das sind ja informelle Treffen, insbesondere von Bundestagsabgeordneten oder gewählten Abgeordneten. Und natürlich begrüßen wir, wenn diese Kreise miteinander reden und auch miteinander diskutieren, wo es gemeinsame Schnittstellen gibt. Das trägt sicherlich dazu bei, dass die Atmosphäre zwischen den drei Parteien verbessert wird. Ganz bewusst sind es keine offiziellen Gespräche über Rot-Rot-Grün. Die müssen natürlich auf der Vorsitzendenebene stattfinden, dieser Parteien. Ob wir eine Chance haben, einen dringend notwendigen Kurswechsel bei der Bundestagswahl 2017 herbeizuführen, werden vielleicht die nächsten Monate zeigen. Dazu bedarf es ganz sicher, dass die Grünen eine Entscheidung treffen, in welche Richtung sie gehen wollen. Ich glaube, diese Entscheidung ist nicht getroffen. Sie halten sich alles offen. Man kann aber nicht gleichzeitig einen Politikwechsel mit Rot-Rot-Grün machen und eine schwarz-grüne Bundesregierung mit anstreben. Ich glaube, das passt nicht zusammen. Und ansonsten muss auch die SPD entscheiden, ob sie mit einem klaren Kurs in die Bundestagswahl geht. Und dieser Kurs kann nur heißen, grundsätzlicher Bruch mit den letzten 25 Jahren neoliberaler Politik. Dafür steht die Linke zur Verfügung. Auskömmliche Rente, lebensstandardsichernde Löhne, die ausreichen, um auch eine Rente anzusparen. Große Investitionen in den Bereich Bildung, Erziehung, Gesundheit, öffentliche Infrastruktur, gerechte Steuerpolitik und Friedenspolitik. Das sind die Elemente einer linken Politik.
Dazu gehört, wie ich vorher gesagt habe, auch ernsthafte Pläne zur Armutsbekämpfung und zur Bekämpfung prekärer Arbeit.